So, liebe Freunde, sind wir direkt im Spiel drinne, Whip-Out. Wir gucken mal in die Einstellung hinein. Und da ist das Ganze sehr, sehr interessant, dass wir jetzt hier zwar auf einer Auflösung von 800p arbeiten, aber wir haben hier einen Rand. Ganz, ganz merkwürdig. Ansonsten Grafik hier alles episch. Bin gespannt, ob das Ganze so funktionieren wird. Ansonsten haben wir hier noch die Sprache umgestellt. Und dann spielen wir das Ganze mal einfach mal auf Solo. Und dann gucken wir mal rein, was uns das Ganze bringt. Und jetzt bin ich natürlich wieder im Bild. Und wir lassen das Ganze mal auf uns wirken. Within a decade, we run into alien opposition. A race called the Spiral. Lustigerweise wird jetzt die angezeigte X zum Überbrücken oder überspringen. Aber im Spiel selber hatte ich jetzt oder im Menü hatte ich keine Möglichkeiten, das Ganze zu steuern über Gamepad. Und jetzt macht er das. Ja, Epic. Läuft als Voreinstellung. Läuft definitiv nicht. Ah, sehr schön. Okay. Also, wir stellen das Ganze mal runter. Und das ist jetzt wieder so eine Sache. Das läuft nämlich jetzt wieder nicht vernünftig. Immer auf Mittel. Stellen wir alles auf Mittel erstmal. Alles auf Mittel. Ey, es ist wieder. Ich verstehe es nicht. Wieso kann man das nicht davon ausgehen? Also notfalls sollen sie sagen, die Entwickler müssen ja nicht zwangsläufig ein Steam Deck vor Ort haben zum Testen entwickeln. Aber sie wissen, okay, dann müssen wir als Preset oder so wenigstens mittel oder niedrig ausliefern. Das verstehe ich jetzt halt nicht. Und gucke da. Frameraten technisch bewegen wir uns jetzt schon mal wieder in einen ganz anderen Bereich. Wohl. Ey, ernsthaft, Leute. Ernsthaft? Ich meine, ich bewege mich jetzt hier auch wieder. Aber, ey, immer noch so eine miserable Framerate. Ey, das kann nicht sein, Leute. Also, okay, dann machen wir nochmal alles auf niedrig. Dann machen wir nochmal alles auf niedrig. Gott, Fenstermodus, ja, passt. Gehen wir auf niedrig. Ist doch alles kein Thema. Ansonsten wird das ein sehr kurzes Video, weil irgendwie auf 15 Frames werde ich das Ding nicht spielen. Definitiv nicht. Auch wenn mir das Ganze von Entwickler zur Verfügung gestellt wurde. Aber man muss auch mal ganz fairerweise sagen, wenn das Ganze nicht einwandfrei läuft, dann zurück an Absender. Und jetzt gucken wir nochmal. Und also da ist noch Optimierungsbedarf, definitiv. Und ich bin immer irgendwie im Bild mit meinen Visagen. Jetzt packen wir die mal die ganze Chose hier hin. Und jetzt gucken wir mal. Also jetzt läuft ja stabil mit. Warum ist die Anzeige da oben so klein? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Egal. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen es nur konsumieren. Ich meine, es sieht jetzt nicht schlecht aus auf niedrigen Einstellungen, aber es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, wow. So, der Kollege ist hinüber. Jetzt gehen wir nochmal rein. Das ist ein bisschen billig gemacht, oder? Das ist ein bisschen billig gemacht. That is your pet gun, your lifeline. Now we're talking. You two share an unbreakable bond, okay. Forged in relentless combat. Krasse Waffe, krasse Scheiße.
So, wo soll ich jetzt lang? Hä? Also ich verstehe es gerade nicht. Escape to the Shuttle, ja. Da will ich ja hin. So, jetzt sind wir hier. Ah, okay. Oder? Hä? Nee, da kommen wir ja her. Moment. Jetzt habe ich kurz die Orientierung verloren. Ich muss doch dahin, aber wie komme ich denn dahin? Sowas, da kriege ich ja schon wieder Lust. Da kriege ich ja schon wieder echt Lust. Da hängt mein Cappy eigentlich so schief. Und das irgendwie schief? Man weiß es nicht. Aber. Ach so, hier, guck mal. Nee. Hä? Wo muss ich denn lang, Freunde der Sonne? Wahrscheinlich schreiben schon wieder ein paar Leute in die Kommentare, ja, du musst da und da lang, aber ich sehe es nicht. Hä? Was zum Teufel? Wo muss ich denn lang? Okay, hier gibt es keinen Fortkommen. Wir versuchen mal einen anderen Weg zu finden. Also. Was ist denn hier? Geht da jetzt auch nichts. Hier ist nichts. Nichts, wo ich lang gehen könnte. Ja, da hinten soll ich lang, aber da war doch nichts. Was hast du, ne? Also wenn schon in den Tutorial in den ersten 5 Minuten nicht ersichtlich ist, wo ich lang gehen soll, dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Ich muss doch mal ganz ehrlich sagen, also sorry. So. Wisst ihr was? Wir gehen nochmal ins Hauptmenü. Machen Spielen. Dann überspringen wir die ganze Chose. Und fangen dann mal vorne an. Move your tail, soldier. The ship's been infected. Stay sharp. The cell infection is spreading rapidly. Hier lang. Knallen den Typen den Schild weg. Keep the pace. We've got to get off the ship and fast. Jetzt gucken wir hier nochmal. Hier ist nichts außer Klamotten. Da wollen wir auch nicht hin. Können wir uns mal die Szene hier angucken? Now we're talking. You two share an unbreakable bond, forged in relentless combat. Ach, das ist gar keine Scheibe. Oh. Toll. Oh. Ja, eigentlich peinlich, aber egal. Schneiden nix. Meine Fresse, aber da kommt doch kein Schwein drauf. Oder bin ich nur so doof? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Freunde. Oh, ist das peinlich. Oh, so peinlich. So peinlich, so peinlich. Soll ich das mit meiner... Petgun. Ist da irgendwie nochmal eine extra... Schießen, 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 schießen. Ja, habe ich doch. Also,
Tutorial sieht anders aus. Es sei denn, ich bin doof, aber... mit meiner Petgun zerstören. Tu ich doch. Bin er drauf wie ein Dober. Bin zu doof für diese Welt. Ehrlich. Ich halt. Ich halte es nicht, aber. Was soll ich hier machen? Oh, ich werde heute... Ich mach's nochmal. Ich bin heute... Also heute, Freunde, hab ich einen Clown gefrühstückt. Wir machen den ganzen Scheiß nochmal. So. Jetzt bleiben wir gleich den Typen nochmal hier rüber weg. Ich verstehe es nicht. So. So, den haben wir zersplittert. Jetzt gibt es nochmal eine Cutscene. Ja, und dass diese Scheibe zersplittert, das hat man nicht genau mitbekommen, finde ich persönlich. Fire to begin pay action. So, Freunde der Sonne, ich habe gleich die Schnauze voll in diesem verkackten Spiel. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Vorwärts, rückwärts ducken. Schießen, schießen, nachladen. In der Nachkampf, ja. Ja, Deck. So ein Scheiß habe ich ja noch nicht erlebt, ehrlich. Nee. Nee. Was? Ich komme hier nicht rein. Das funktioniert auch nicht. Hier, mir geht langsam die Munition aus. Ich bin zu blöd. So, Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, aber ich bin zu blöd dafür. Ich laufe jetzt los. So, da unten wird nochmal angezeigt, macht das und jenes. So, hold A to interaction. Ja, das mache ich auch. Dann knallen wir den Typen jetzt mit dem Schädel weg. So, das haben wir auch. Wir laden nach über R, wie wir es kennen. So, jetzt greift er den an, dann springt er durch die Scheibe und ich habe meine...
Now we're talking. You two share an unbreakable bond, forged in relentless combat. So. Command your pet gun to crush that lock. Destroy the lock with a pet gun. Ich verstehe es nicht. Sorry, Freunde der Sonne. Spielen, nachladen. Nächste Waffe. Burgen das Modul verwenden. Können wir vielleicht auch nochmal machen. Da gibt es nichts. Steuerung. Interagiert ist nicht. Weil wenn ich interagieren will, ich muss hier mich durchfeuern. Mich gerade so dumm, ehrlich. Markieren und platzieren ist G. Ja. Schießen, ja, ist klar. Ich muss diesen Begleiter-Scan aktivieren, aber das muss mir doch mal jemand sagen. Das muss mir doch jemand sagen, verdammte Axt. Oh. Oh, das regt mich schon wieder auf. Ansonsten ist alles sehr, sehr nice hier gemacht. Ja, wow. Oh, das hat mich doch echt erschrocken. Wo ist noch einer? Wer oder was bist du denn? Was willst du? Junge, hau ab! Junge, steckst aber echt für eine Tutorial-Mission, steckst du aber ganz schön viel ein. Das kann's doch nicht sein. Alter, ich bin hier in 5 Minuten im Spiel. In einer halben Stunde wegen meiner Dämlichkeit, aber. Schon gefühlt ein halber Endboss hier schon im ersten Spiel. Hundertstel? Alter. Ein bisschen heavy, muss ich sagen. Ja, noch so ein Kollege. Guck mal, ich kann es gleich auf den werfen. Ruh doch mal ab. Mann. Hier ist richtig Action. Hier ist Spaß. Remember these? Grab an enhancement here. Was ist das denn? You need all the help you can get. Choose an enhancement and boost your skills. Nehmen wir das. Das nehmen? E? Okay. Also, man muss natürlich sagen, ich spiele jetzt hier fairerweise mit Maus und Tastatur. Bisschen unfair ist das Ganze schon hier. Was gibt's hier? Hier gibt's gar nichts. Aha. Na gut, ne, Licht brauchen wir nicht. Wir wollen Strom sparen. Next area. Scary stuff. Those units look glitched out. Better sneak past first and quietly sneak. Ja, genau. And quietly sneak.
Ich laufe mal hier durch. Ist ein bisschen unfair. Ja, mein Gott. Nicht unfair, aber. Und hinterher? Nö. Oh, I wish the light stayed off. Commander Peck undergrabbed the critter. That small ugly mutant. Ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Also jetzt läuft es ja frameratentechnisch einigermaßen. Okay. Gehen wir mal hier durch. Hier gibt's nichts. Okay. Hier gibt's nichts zu sehen. That thing on the floor, the little creepy sob. Disgusting. You control it now. Cool. The pet pacified it. Mega. Jetzt haben wir zwei Bücher oder was? Hä? Was? Wer? Wo? Wie? Jetzt schon wieder. What are you waiting for? Grab it! Jetzt erwarte ich jetzt, dass ich drei Wochen kann. Oh. Sag mal, wo kommt ihr denn her, ihr Penner? Das ist ja noch ein. Oh, was ist denn hier los? Da bist du schon Doom-Ausmaße hier. Was bist du denn? Was bist du denn? Oh, und da kommt noch so ein. Oh, ey, Leute! Also geht mir die Munition aus. Das macht schon Laune, aber man muss halt erstmal begreifen, wie diese ganze Mechaniken hier funktionieren. Okay. Doch, keine Ahnung. Okay, haben wir. Weiter geht's. Halt. Okay. Wir gehen weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Sieht mir noch ein bisschen nach gut aus. Ah. Hm. Hier kommen wir jetzt hier irgendwie nicht weiter. Ah, ne, weil mal da oben ist. Was. Hä? Also Rip-Out. Ich weiß nicht, wie das ganze Multiplayer funktionieren soll. Wirkt mir aber nicht ausgereift, das Ganze von 3D Realms. Achso, einfach schießen. Okay, ist auch eine Lösung. Nein, nicht schon wieder so ein Dreibeiner. Oh, schon wieder so ein Wuppi hier. So ein Cyber-Wuppi, wie ich sie nennen würde. Das hat ein bisschen was für Blut für Arme. Ich weiß es nicht warum, Freunde. Aber das Ganze wirkt nicht so hundertprozentig ausgereift.
Das muss ich mal festhalten. Es ist ja auch eher ein Player-versus-Player-Spiel. Anstatt ein Singleplayer-Spiel, das muss man auch nochmal sagen, aber alles wirkt so generisch und können wir jetzt hier einfach an Bord des Schiffes gehen? Geht das? Einfach abbauen? Können wir das jetzt machen? Ja, cool! Komm, mach Luke zu, Affe tot. Also, die Tutorials können besser sein. Das muss man mal sagen. Ansonsten coole Baller-Action. Aber tutorial-technisch könnte da mehr passieren. Was soll ich wissen, dass ich da dieses Alien-Viech darauf werfen soll und hier und da. Also, das nervt mich schon ein bisschen. Ansonsten bin ich von der Performance doch recht überrascht, jetzt auf niedrigen Einstellungen. Jetzt bin ich hier an Bord des Raumschiffes und das sieht ja schon mal ganz nett aus. Also liebe Freunde, ich kann nur sagen, danke nochmal fürs Einschalten. Whipout ist verfügbar. Eigentlich schon so ausgeglichene Bewertung, wollte ich fast sagen. Ausgeglichene Bewertung bisher auf Steam. Also von daher, schaut euch das Spiel ruhig mal an, wenn ihr so ein bisschen auf ein bisschen Baller-Action auf dem Steam Deck habt. Das Ganze hat eigentlich eine Controller-Unterstützung, wie ihr hier seht, aber die ganzen Anzeigen sind noch auf Tastatur-Layout. Also da muss man sich noch mal so ein bisschen umorientieren, umdenken, wie man es mal nennen möchte. Ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Einschalten. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und sage nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich auf Unterdeck. Lebt wohl, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal.